Hi. This, everything I need. Lead up, gangsters. Ich komm gleich, warte mal. Was? Das ist das für ein Geräusch, Alter. Fans, was geht ab? Ich gehe in einer halben Stunde oder so live auf Twitch mit den Jungs. MW zocken und so. Und ich mache mir jetzt kurz Essen. Tatsächlich, ey, kein Würstchen-Gulasch, aber OG-Leute, die das hier reinschreiben, Würstchen-Gulasch habe ich gestern oder vorgestern gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, aber da wollte ich auch eigentlich live gehen, aber dann dachte ich mir, fuck it, Digga, und habe es einfach so gekocht. Jetzt mache ich mir, auch wenn Fleischkonsum scheiße ist, das Einzige, wo ich noch richtig mit zu kämpfen habe, Fleisch zu verzichten, sind meine motherfucking Chicken Wings. So, und ich zeige euch heute, wie man, warte, geht da noch was? Nee. Wie man daraus die beste Marinade macht für Chicken Wings überhaupt. Überhaupt. Wenn danach irgendwer, wenn ihr das ausprobieren solltet, wenn ihr Fleisch isst, Digga, trust me, it can't get no better. So, ich hab die auch schon mal gemacht, meine Wings, für Ennis und Malik, also Milay. Crazy gegangen, die Jungs, crazy gegangen. So. Das passt auch perfekt, dann knall ich die gleich in den Ofen rein. Und dann sind die so gerade fertig, wenn ich anfange auf Twitch zu streamen. Dann kann ich mir erstmal ein Video angucken und irgendwie die Dinger essen, aber dann gehen wir richtig rein zocken. Also, chillt erstmal kurz, warte mal. Auf dem Weg hier, so. Ja, erstmal hier mal ein bisschen Musik an, Freunde, ne? Ich hab doch bestimmt hier irgendwelche Songs von mir, die ich mal anmachen kann, die ihr nicht kennt. Musiksachen. Tilo, unreleased Songs. Okay, nicht wirklich viel. Warum ist das so? Egal. Also, der passt so jedes Mal. Irgendwie ist der Stream gerade ausgegangen. Ich weiß auch nicht warum. Oder was da los war. Aber wir fangen nochmal hier an, Alter, Leute. Der Song passt perfekt. Das ist mein Leben, Moment. Ich rief vom Codein und Chicken Wings. Ich muss andere Musiker machen, sonst vergesse ich hier beim Essen machen, das auszumachen und liegt die Songs die ganze Zeit komplett. Machen wir irgendwas hier an, Digga, warte mal. Das geht nicht aus. Oh, leise einfach. Freunde, was geht ab? Also, ups. So, ich mache jetzt hier die Mega-Marinade, Digga. Da ist jetzt schon Sojasauce reingekommen. Eigentlich macht man das so mit Löffel, so und so viel und so, aber ne, ich kann das aus dem Kopf, Freunde. Dann nimmt man sich Senf. Ich bin das auch nicht, den Chef dafür, Freunde. We not doing that. Oh, jetzt wurde ich gerade angerufen, Digga. Und hab SK weggedrückt. Okay, dann Honig. Was wird geguckt? Meine eigenen top Chicken Wings. So, das muss ich. Obwohl, nee. Oh, geil, der läuft auch raus. Oh! Sehr sexy irgendwie. Okay, reicht das? Ja, safe. Dann ein bisschen Citroni Money. So. Dann ein bisschen Olivenöl. So. Boah, Digga, geil. Und jetzt muss ich das hier so umrühren, die ganze Süppchen. Guck mal. Jetzt sieht das so eklig aus. Das sieht auch gleich aus wie Kotze. Aber es riecht so krass, wenn man diesen Soja-Honig-Geruch mag, Digga, wow. Es riecht jetzt schon so heftig hier bei mir. Aber es sieht halt aus wie Kotze. Aber es ist wirklich so geil. Dann gehen die in den Ofen und die ist nicht, wie krass das schmeckt. Ich meine, es ist richtig ernst. Und das geht auch immer so geil schnell. Ich läuft vielleicht wieder an, schließen, weil ich mein Handy entstellen will. Da. Boah, Digga, das sieht so geil schon wieder. Aber ich will noch mehr Dienste haben. Ja. Komm, ein bisschen Honig rein.
Zutaten für die Marinade: Sojasauce, Senf, komische Zitronenspray, irgendein Honig, das habe ich voll reingefasst. Ein bisschen Olivenöl. Und das vermixt ihr alles in so einem Pot und sieht aus wie Kacke, wie Kotze eher. Schmeckt aber richtig geil. Riecht richtig geil, meine ich. Und schmeckt eh richtig geil. Ofen ist schon am Vorheizen, jo. Dann können die jetzt eigentlich auch schon raus, Alter. Das geht immer so schnell. Das ist locker gemacht. So, warte mal. Ich schwöre, Leute, das ist überkrank. So esse ich meine Wings, seitdem ich fucking 11 bin oder so. Das ist OG-Rezept von Alberto. Für die Jungs, die den noch kennen, Digga, die YouTube-Legende Alberto, so The Beatbox Dawn. Von dem kommt das. Also, das ist OG-Shit. So, jetzt massiere ich da richtig schön die armen Tierchen rein. Mann. So. Verwischen. Bäh. Boah, richtig einmassieren die Kacke. Boah. Alter, ist das geil. Ich schwöre, Leute, das ist Endlevel. Boah. Richtig schön einseifen in die Marinade. Alter. Wie die jetzt schon riechen, das wird gleich so brutal geil, wenn die fertig sind. So, wow, wirklich wow, kurz mal Hände waschen. Gut, Marinade sieht aus wie Kotze, ne? Boah, die Wings allerdings nicht, ey. Die kommen jetzt rein, in einer halben Stunde esse ich die krassesten Wings überhaupt. Ich kann auch sagen, Digga, ich schwöre, die sind gut, meine Wings. Soll ich das sagen? Jetzt kommen die kleinen Racker hier rein. Boah, die werden so crazy. So, dann pack ich mal wieder. Kennt sich einer davon mit aus? Warte mal. Muss das in den Kühlschrank? Kaya ist nicht hier, ich hab keine Ahnung, Digga. Muss das in den Kühlschrank oder so draußen stehen bleiben? Diese Zitronen-Shit. Guck, Malik, Digga, Certified Chicken Tester von Tilo Wallach, krass, sag ich doch. Ja, ich mach dir die safe. Ja, machst du den Kühlschrank? Nicht unbedingt. Nee, muss nicht. Draußen? Ja, was denn jetzt, Freunde? Im Kühlschrank? Alle different Meinungen einfach. Kühlschrank. Ja, ich glaube eher den Ladies, Leute. Bin ich ehrlich. Hier schon mit 3, 4 Ladies Kühlschrank geschrieben. Sorry, Boys, aber bei so Essen und so vertraue ich dann doch auch immer eher auf das Wort von meiner Lady, Digga. So. Okay. Dann bin ich eigentlich dann, oder? Ja. Dann. Warte mal. Ja, doch. Ich kann hier eigentlich ausmachen. Wir sehen uns, also ein paar Leute, die hier gleich mit chillen waren, Digga-mäßig. Wir sehen uns in 15 Minuten auf Twitch. Gang, 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 friends.